Olympic Ljubljana hat eine Klage eingereicht, wir haben eine Klageerwiderung eingereicht und die FIFA hat aus unserer Sicht ein komplett absurdes Urteil ohne jedwede Grundlage getroffen. Würde ich vielleicht mal gern was dazu sagen, ob es das Treffen wirklich so gab und ob vielleicht nicht manche in der Zeitung einfach eine riesen Scheiße erzählen. Das sollte man dann vielleicht auch mal hinterfragen. Also es gab ein Treffen mit Olympic Ljubljana, das war am 30. August 2022, das war nicht irgendwann im Juli. Zugegen waren Herr Dollinger als Vizepräsident und Herr Delius als Präsident, letzterer auch Eigentümer von Ljubljana. Das Gespräch ging nicht 20 bis 25 Minuten, es ging fast anderthalb Stunden. Im Nachgang haben sich die beiden Gäste schriftlich für das großartige Gespräch und die tolle Gesprächsatmosphäre bedankt und sie haben vom FC ein Angebot erhalten, um die Sache gütlich zu einigen. Das haben sie abgelehnt und haben daraufhin Klage eingereicht. So, das ist die Wahrheit und alles andere ist kompletter Schwachsinn, das erfreulicherweise auch schriftlich belegte. Also ich würde mal sagen, Sie haben ein Angebot erhalten, was deutlich besser war, wie das, was Ihnen jetzt die FIFA zugesprochen hat. Die haben jetzt 52.000 Euro gekriegt, oder sollen sie kriegen, noch haben sie sie nicht, die werden sie auch nicht kriegen. Und das, was wir angeboten haben, hat sich in einer ganz anderen Größenordnung bewegt. Nur das, was Ljubljana gefordert hatte, war komplett jenseits von wirklicher Realität. Da kennen Sie ja meine Grundhaltung. Was vertraulich passiert, passiert vertraulich. Und ich würde auch über ein Gespräch nichts berichten. Nur wenn ein Gespräch falsch dargestellt wird und es sogar schriftlich belegt ist, dass es falsch ist, dann muss ich leider was dazu sagen. Naja, ich sag mal, Ljubljana ist aus Ihrer Sicht offen, denken die, sie sind im Recht und haben entsprechende Klage eingereicht. Ich weiß ja nicht, wem von Ihnen allen die Hintergründe so in Gänze bekannt sind. Also der Spieler hat bei Ljubljana im Juni 2021 einen Vertrag unterschrieben. In dem Vertrag waren diverse Zusagen enthalten, unter anderem, dass der Spieler in der ersten Herrenmannschaft von Ljubljana trainieren darf. Die wurden nicht eingehalten, nachweisbar nicht eingehalten. Entsprechend hat der Spieler am 30. Januar 2022 seinen Vertrag bei Ljubljana einseitig aufgrund nicht eingehaltener Vertragszusagen gekündigt. Am 31. Januar hat der FC den Spieler dann unter Vertrag genommen. Ich kann alles nur auf Basis der Dokumentation erzählen. Ich war da leider noch nicht da, sodass ich es nicht auf Basis eigener Erfahrung erzählen kann. Daraufhin gab es offensichtlich den ersten Clubaustausch, der nicht von Erfolg gekrönt war. Ich habe mich dessen dann angenommen, habe dieses gerade besagte Gespräch am 30.8. geführt, inklusive ein paar Telefonaten mit Herrn Delius. Unser Angebot für eine gütliche Lösung wurde dann abgelehnt und entsprechend ging es dann halt den Klageweg. Also wir haben schriftliche Belege. Der Spieler hat sogar eine schriftlich dokumentierte Ausstiegsklausel, um Ihre Frage zu beantworten, Herr Merten. Ich habe Ljubljana den Betrag geboten, der in der Ausstiegsklausel verankert ist, zuzüglich der internationalen Ausbildungsentschädigung, die fällig ist. Und damit wären Sie massiv besser gefahren, wie mit dem, was Sie jetzt gefahren sind oder was Sie jetzt erhalten haben. Man muss vielleicht auch mal wissen, wie FIFA-Recht funktioniert. Also FIFA-Recht ist ja eine umgekehrte Beweislast. In dem Urteil steht auch nicht drin, dem einen oder anderen liegt es ja, denke ich mal, vor, da steht nicht drin, dass der erste FC Köln den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet hat. Da steht drin, dass wir nicht beweisen konnten, dass wir ihn nicht angestiftet haben. Das ist mal ein massiver Unterschied. Aber das nennt sich umgekehrte Beweislast und sowas wird es in Deutschland nicht geben. Da muss nämlich der beweisen, dass was falsch gelaufen ist, der geklagt hat. Hier muss der, der beklagt ist, beweisen, dass er es nicht gemacht hat. Aber wie wollen Sie was beweisen, was Sie nicht gemacht haben? Also wir werden jetzt natürlich Berufung gegen das Urteil einlegen und ich würde noch mal gerne betonen, das ist aus unserer Sicht eine Farce. Und es ist auch deshalb eine Farce, nicht nur inhaltlich, sondern wie es zustande kommt, weil das vielleicht auch noch. Klageeinreichung Ljubljana, Klageerwiderung FC, beides nur zwei Schriftsätze. In unserem sind jede Menge Zeugen benannt, unter anderem der ehemalige Präsident von Ljubljana, der die Zusagen beweisen kann oder bezeugen kann an den Spieler, der auch bezeugen kann, dass es diese Ausstiegsklausel gibt, die uns im Übrigen auch schriftlich vorliegt. Und
dann gibt es aber keine mündliche Anhörung. Dann ziehen sich drei Richter vom FIFA-Tribunal in den Kämmerlein zurück und treffen dann so ein Urteil, was ja wirklich drakonischer kaum geht. Da fehlt mir jedes Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wir waren massiv überrascht, mal was ein weiterer Punkt, der auch zur Farce beiträgt. Dieses Verfahren war am 1. Februar und wir haben gestern das Urteil erhalten. Jetzt frage ich mich, warum es 2 Monate geht, bis wir ein Urteil bekommen. Ne? Und was in der Zwischenzeit passiert ist. In dem Urteil heißt es Transfersperre. Auf welche Teams genau bezieht sich jetzt diese Transfersperre? Ist in dem Urteil nicht konkretisiert. Insofern kann das jetzt, muss man klären, wenn es nicht konkretisiert ist, sind es erstmal alle. Wenn es konkretisiert würde, dann ist es vielleicht nach einer Lizenzmannschaft. In vergleichbaren Urteilen haben wir uns gestern ein bisschen eingelesen. Es ist dann auch nur U16 aufwärts, also ab dem Zeitpunkt, wo man Verträge abschließen kann. Aber momentan ist es nicht konkretisiert. Und auch das ist was, was in der Berufung geklärt werden muss. Also ich sage vielleicht erstmal nochmal, was wir machen. Wir werden schnellstmöglich Berufung einlegen und werden im Kontext mit der Berufung natürlich auch auf eine Suspension der Strafe hinwirken. Das heißt, dass das Strafmaß erstmal ausgesetzt wird, weil grundsätzlich diese drei Strafen, die gelten ab sofort. Also wir müssen, oder eigentlich der Spieler, bitte? Dass wir das gemacht haben. Ja, das ist so von gestern Mittag bis heute Morgen. Wir müssen es erstmal lesen und dann müssen sie es aufsetzen. Wir haben Zeit bis zum 20. April, das zu tun und das wird nächste Woche aber natürlich schon passieren. Ne? Aber ganz so banal ist es dann nicht, dass man sagt, okay, ich schreibe einen Dreizeiler per Mail und damit habe ich Berufung eingelegt. Das steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Aber entscheidend ist, neben der Berufungseinlegung, diese Suspension der Strafe. Und wenn die erstmal, das heißt, die Strafe darf erst eintreten, wenn dann das Berufungsurteil gefällt ist. Und darauf werden wir hinwirken, das ist jetzt das wichtigste Ziel. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich war im Januar 2022 noch nicht hier. Also auf der Rechtsgrundlage und der Aussagen der beratenden Anwälte hat sich der erste FC Köln zu 100% im Recht gefühlt mit seinem Vorgehen. Und wenn dann ein Angebot unterbreitet wird, das A die Ausstiegsklausel abdeckt, B noch die Ausbildungsentschädigung mitgibt und C damit um ein Vielfaches höher ist als das, was die FIFA jetzt an wirtschaftlichem Strafmaß festgesetzt hat, dann bin ich der Meinung, dass der FC auch im Sommer genug dafür getan hat, um das abzuwenden. Ich kann jetzt auch da nur wiedergeben, was mir an Informationen gegeben wurde. Es geht wohl landläufig so 4 bis 6 Monate, bis der CAS ein Berufungsurteil spricht, weil ja auch erfreulicherweise ein Verfahren vorausgeht und nicht nur ich lese einen Schriftsatz und trifft dann ein Urteil. Und insofern müssen wir uns einfach mal abwarten. Schön wäre natürlich, und das streben wir an, wenn mit der Berufungseinreichung dann auch sehr, sehr schnell die Suspension der Strafen bewirkt werden würde und entschieden werden würde. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen, ob das überhaupt passiert und auch nicht, wie schnell es geht, weil es entscheidet die FIFA. Ja. Ja, das ist eine separate Entscheidung. Also das Berufungsurteil, also die Berufung wird zugelassen. Das ist sicher, weil das ja auch alles andere wäre nicht richtig. Und davor wird entschieden, ob es eine Suspension gibt. Da kann aber natürlich auch eine Entscheidung mit Nein ausfallen. Und dann gilt das Urteil weiterhin. Seht ihr noch andere Möglichkeiten? Zu was? Zur Suspension von Strafen gibt es. Ja. Kann ich Ihnen jetzt aber auch nicht alle aufzählen, aber gibt es. Also grundsätzlich hat Lea Paccarada bei uns nach deutschem Arbeitsrecht einen gültigen Arbeitsvertrag unterschrieben. Wenn das Urteil so aufrechterhalten bleibt, dann würde er ab 1.7. allerdings kein Spielrecht von FC bekommen, zumindest nicht für Pflichtspiele. Das ist eine gute Frage und es stellen sich auch noch mehr Fragen, die müssen wir jetzt mal beantworten, weil das steht alles in dem Urteil nicht drin. Das steht nur drin und wie gesagt, die meisten von Ihnen werden es haben. Es wird uns untersagt, neue Spieler zu registrieren. Jetzt stellt sich die Frage, was ist ein neuer Spieler? Ist ein Spieler, der aus einer Leihe zurückkommt, auch ein neuer Spieler? Der war jetzt auch nicht bei uns registriert und wir haben mehrere Leihspieler. Weiß ich noch nicht, muss ich klären. Können wir einen Spieler verpflichten, der jetzt aktuell geliehen ist, also bei uns registriert ist? Können wir den dann am 1.7. verpflichten? Jeff Chabot als Beispiel? Weiß ich nicht, muss ich klären lassen. Sie müssen ja wissen, ob Sie neu in dieses System eintragen müssen. Das ist
nimmt Musi. Also sie tragen jeden Spieler neu ins Torsystem im Sommer ein, jeweils. Das ist ihnen ja verboten. Mit Spiel, mit Saisonende 30.06. Liste, Spielrecht für alle Spieler, dann beantragen sie es wieder neu und dann kriegen sie es wieder. Jetzt ist dann nur die Frage, für welchen Spieler wird es genehmigt. Und dann stellen sich genau die Fragen, also Lea Paccarada ist recht eindeutig auf aktueller Rechtslage. Bei Spielern, die wir verliehen haben, weiß ich es nicht, müssen wir jetzt gerade klären. Bei Spielern, die wir aktuell geliehen haben und die wir vielleicht länger behalten möchten, weiß ich es auch nicht, sind wir auch gerade am Klären. Kann Ihnen aber auch nicht auf Knopfdruck jemand sagen, weil das halt fast niemand weiß. Und steht Kass, leider nicht im Urteil drin. Ist das Kass die einzige Möglichkeit, die Sie jetzt noch haben oder angehen? Oder gibt es auch irgendwelche doch noch Verabredungsmöglichkeiten mit Ljubljana oder mit der Rechtsanwältin oder so? Na, es gäbe natürlich die Möglichkeit, irgendwann vor ein ordentliches Gericht zu gehen und zu sagen, diese Beweislastumkehr im FIFA-Recht, die widerspricht komplett dem normalen Recht. Aber da wissen wir, glaube ich, alle, dass, weiß nicht, ob das ein aussichtsreicher Kampf wäre. Und außerdem wird er auch nicht schnell gelöst werden, selbst wenn sie ihn gewinnen. Haben Sie schon das Gespräch mit der Mannschaft gesucht? Und welchen Eindruck hat die Mannschaft nach dem gestrigen Tag? Ich habe das der Mannschaft erklärt. Etwas umfangreicher als hier jetzt gerade. Kann sie auch gerne noch umfangreicher erklären. Und habe der Mannschaft in der Conclusio drei Sachen gesagt und die kann ich gerne auch Ihnen sagen. Das erste ist, wir werden alles tun, dass dieses aus unserer Sicht komplett unberechtigte Urteil entweder komplett wegfällt oder zumindest stark abgemildert wird. Zweitens, falls irgendjemand auf die Idee käme, würde ich gerne auch in die Runde sagen, zu sagen, irgendwie der Jaka Potocznik hat da irgendwie nur eine leise Schuld dran, dann würde ich das gerne verneinen. Und jedem, der auf die Idee kommt, das zu sagen, auch sagen, er hat eine Macke. Weil der Spieler kann man gar nichts dafür. Wir reden da über einen 16-jährigen Jungen, der sich letztes Jahr aus seiner Sicht gutem Grund mit seinen Eltern entschieden hat, seinen alten Club zu verlassen und das Abenteuer Deutschland anzugehen. Und der hier auch sich super integriert hat. Also der kann man gar nichts dazu. Und das Dritte, was ich der Mannschaft gesagt habe, ist, dass wir am Sonntag ein Derby haben. Und auf das Derby hat dieses Urteil keinerlei Einfluss. Also ich kann ihn zumindest nicht erkennen. Und auf den restlichen Saisonverlauf auch nicht. Wenn dieses Urteil bestehen bleibt, dann trifft es uns ab 1. Juli, aber bis dahin nicht. Ja. Was ist mit den auslaufenden Verträgen? Die kann der FC verlängern? Ja, weil die Spieler jetzt schon für uns registriert sind. Da muss ich da ganz kurz hingehen. Sie haben gesagt, Sie haben Zeugen genannt und Ljubljana nicht. Ljubljana hat auch Zeugen genannt so, in so, ihrer okay, Klage, okay, klar. Okay. Wir auch, wir haben auch Beweismaterial hinterlegt, Ljubljana auch. Okay. Ich habe das so verstanden, dass Sie quasi eigentlich Ihrer Meinung nach stärkere Beweise hätten. Ja. Ich kann mir das Urteil nicht erklären. Aber ist nicht davon auszugehen, dass der Rechtsweg, den Sie jetzt beschreiten, mindestens aufschieben die Wirkung hat, bis in die nächste Saison? Wenn dieses, das ist ja das Ziel, dass jetzt in Verbindung mit der Berufung dann diese Suspension, die beantragen wir, Berufung wird es auf jeden Fall geben, da muss niemand zustimmen, aber der Suspension muss zugestimmt werden durch den Kass. Und wenn der Kass das tut, dann sind die Strafen erstmal ausgesetzt. Dann hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt von 4 bis 6 Monaten Bearbeitungszeit ausgeht, hat dieses Urteil, selbst wenn es bestehen bliebe nach Kass, Berufungsurteil, dann aber erst eine Auswirkung nach dieser Sommertransferperiode. Das macht es aber am Schluss auch nicht besser, weil dann trifft es uns halt die nächsten beiden Perioden, wenn es so bliebe. Wie verhält man sich jetzt aktuell im Umgang mit potenziellen Neuzugängen, die sich ja dann auch in den luftleeren Raum halten? Also es wird schwer sein, würde ich jetzt aktuell, kann ich auch nachvollziehen, dass ein Spieler hier jetzt einen Vertrag unterschreibt, auch wenn er vielleicht kurz davor ist. Würde ich als Spieler erstmal nicht machen. Wie reagiert der Trainer? Muss man sich Sorgen machen, dass der die Lust an dem FC-Projekt verliert, wenn es dabei bleibt? Sie können ja morgen in der PK fragen, wie er reagiert. Und zum einen kennt der Trainer alle Hintergründe. Zum zweiten hat jetzt ein FIFA-Urteil sicherlich nicht Einfluss auf die Motivation von unserem Trainer. Aber fragen Sie morgen selbst und dann werden Sie merken, wie er reagiert. Also ich würde jetzt gern Folgendes machen. Es gibt zwei Planszenarien. Ein Planszenario ist, wir können so weitermachen, wie wir eigentlich es machen wollten. Und das andere Szenario ist das FIFA, das Szenario B. Das FIFA-Urteil hat Bestand und Stand heute hat es Bestand seit gestern Mittag, weil das gilt ja dann sofort. Dann brauchen wir einen Plan B. Und dann würde ich jetzt sagen, machen Sie mal eine Bewerbung, aber keiner von Ihnen war davor registriert. Ja. Also von Ihnen können wir keinen verpflichten. Mit dem Jaka haben wir gestern gesprochen, Lukas Berg und der Trainer, ich werde das auch noch machen.
Und natürlich ist Sejaka sehr traurig, aber das ist auch wirklich ein sehr stabiler Junge, also mental stabil dafür, dass er erst 17 Jahre alt ist. Und er versteht die Welt natürlich auch nicht mehr, aber wir haben ihm gesagt, er soll sich keinen Kopf machen, wir kriegen das schon hin, auch für ihn. Wie versucht man denn zu beweisen, oder wie haben Sie es versucht, dass man ihn eben nicht dazu veranlasst oder angestiftet hat? Ja, also es gibt Zeugenaussagen aus der Familie. Sicherlich der stärkste Zeuge ist der ehemalige Präsident von Ljubljana, der auch schriftlich bestätigt hat, dass die ganzen Zusagen, die die Familie eingefordert hat in Ljubljana, dass die tatsächlich Bestand haben, auch mit einem Schriftdokument, und dass die entsprechend nicht umgesetzt wurden und dass deshalb die Kündigung okay ist. Und dass wir ihn nicht angestiftet haben, sage ich nochmal, wie wollen Sie was beweisen, was Sie nicht gemacht haben? Ne? Also das ist halt ein bisschen komisch. Können wir das jetzt irgendwo anders weitermachen? Ne? Oder? Also, das werden wir dann sehen. Ne? Das ist vielleicht die falsche Schlussmetapher. Mir wäre die Schlussmetapher lieber, es ist wie es ist und es wird, was man daraus macht. Und jetzt haben wir halt eine scheiß Situation, jetzt müssen wir sie lösen. Ne? Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Also bringt mir jetzt auch nichts zu lamentieren, warum es so ist und was da irgendwann mal passiert ist, sondern muss jetzt einfach lösen. Ne?